Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute ist das Thema Extremstellen im mehrdimensionalen Gen. Also wir betrachten jetzt mal, wie man eine Funktion, die von mehreren Variablen abhängt, auf Extremstellen prüfen kann. Also zum einen, wo liegen diese Extremstellen und zum anderen, ist es jetzt ein Tief-, Hoch- oder Sattelpunkt. Ich habe auch schon mal ein Video kurz vorab nochmal zur Hesse-Matrix gemacht. Also wer heute die Hesse-Matrix noch nicht kennt, die wird heute nur ein bisschen behandelt. Das heißt, die solltet ihr euch vielleicht das Video davor schon mal angeschaut haben, damit ihr wisst, was die Hesse-Matrix ist. Ansonsten empfehle ich einfach, hier das Video einmal komplett durchzuschauen. Dann sollte auch klar sein, wie man Extremstellen im Mehrdimensionalen berechnet. Es ist vor allem nicht schwierig, da, ich habe es schon im ersten Satz geschrieben, das sehr äquivalent wie in der Schule abläuft. Also es gibt wieder zwei Schritte. Ich würde auch sagen, wir gehen das einmal komplett durch, die zwei Schritte. Die sind komplett ähnlich wie in der Schule, also wie im eindimensionalen Mathematikfall. Man hat also wieder erstens die Prüfung, wo liegt überhaupt die Extremstelle und zweitens die Überprüfung, was für eine Extremstelle ist es. Es ist wieder genau gleich, also im ersten Schritt, wo man prüft, wo liegt die Extremstelle, da gilt alle möglichen Punkte x0 finden, welche die Gleichung Gradient von f von x0 gleich 0 Vektor erfüllen. Dort liegen die Extremstellen. In der Schule hieß es ja immer, die Funktion ableiten und 0 setzen, dort liegt die Extremstelle. Hier muss man auch die Funktion ableiten, das ist im Mehrdimensionalen halt ein Gradient, und den gleich dem 0-Vektor setzen, dann das Gleichungssystem lösen und dann hat man die Extremstellen auch gefunden. Im zweiten Schritt muss man jetzt noch rausfinden, wenn man die Extremstellen gefunden hat, welche von diesen Extremstellen ist denn was für eine Art Punkt, also Hoch-, Tief- oder Sattelpunkt. Und das macht man, indem man bei allen gefundenen Punkten aus erstens überprüft, ob es sich um einen Hoch-, Tief- oder Sattelpunkt handelt. Und das macht man, indem man die Hesse-Matrix für jeden Punkt aufstellt und auf Definitheit prüft. Die Hesse-Matrix, wie gesagt, dazu gibt es ein ausführlicheres Video. Ich gehe jetzt hier nochmal kurz drauf ein. Ist nichts anderes wie eigentlich die zweite Ableitung von skalaren Funktionen, die von mehreren Variablen abhängen. Also eine Funktion, die eindimensional abgebildet wird, also f von x, y, z zum Beispiel, und keinen Vektor ergibt. Dann muss ich über die zweite Ableitung oder beziehungsweise die zweite Ableitung dieser Funktion bilden. Und je nachdem, wie viele Variablen diese Funktion hat, von der es abhängt, wird das dann eben eine quadratische Matrix mit gleich vielen Spalten beziehungsweise Zeilen, wie die Variablenanzahl ist. Also zum Beispiel, wenn wir eine Funktion haben mit n Variablen, wäre die Hesse-Matrix davon zweimal Ableiten der Funktion, also das erste Element wäre zweimal Ableiten der Funktion nach der ersten Variable, das zweite Element wäre zweimal Ableiten der Funktion nach der ersten Variable, dann der zweiten Variable, dann das letzte Element zum Beispiel in der ersten Zeile wäre zweimal Ableiten nach der ersten Variable und dann der n-ten Variable. Und analog geht das so weiter, in der zweiten Zeile wäre zweimal Ableiten nach der zweiten Variable, dann der ersten Variable, dann zweimal Ableiten nach der zweiten Variable, zweimal Ableiten nach der zweiten Variable bis zur n-ten Variable. Bedeutet eigentlich immer nur zweimal ableiten, dann alle Kombinationsmöglichkeiten von Variablen Ableitungen bilden, die es überhaupt gibt, sodass man im Endeffekt eine n-kreuz-n-Matrix kriegt. Wie gesagt, dazu mehr in dem Video zur Hesse-Matrix. Dann steht hier noch drinne auf Definitheit prüfen, und das ist eben das Schwierigere, sage ich mal. Also wenn wir diese Hesse-Matrix gebildet haben, dann stehen da lauter Funktionen drinne an jedem Element, die abhängig sein können von allen Variablen, die wir auch gegeben haben. Dann muss man natürlich an jedem Punkt, bedeutet jeden Punkt einsetzen, also für jeden, zum Beispiel, wenn man den Punkt 1, 0 gefunden hat, für x1, für y0 und sagt, da ist eine Extremstelle, dann muss man überall an der Stelle, wo ein x ist, eine 1 einsetzen und wo ein y eine 0 einsetzen und hat dann seine Matrix H. Und dann muss man eben mit dieser Matrix an diesem Punkt als Extrempunkt die Definitheit überprüfen, und das geht wie folgt. Wenn wir jetzt also sagen, gilt für das charakteristische Polynom Determinante von a minus lambda i gleich 0, Punkt, 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 diese drei Schritte, dann, und dann, ich erkläre es gleich, aber was halt wichtig ist, wir müssen also das charakteristische Polynom bilden und aus dem charakteristischen Polynom die Nullstellen erkennen, sage ich mal, und dann können wir mit den Nullstellen, die wir daraus erkennen, eben prüfen, ob es positiv semidefinit oder negativ definit ist. Und das geht wie folgt, also wir haben diese Hesse-Matrix ja aufgestellt, indem wir die Punkte eingesetzt haben. Dann haben wir also quasi jetzt hier eine Hesse-Matrix stehen, statt unserer Matrix A, also A entspricht in diesem Fall unserer Hesse-Matrix. Und dann machen wir minus Lambda mal I, I ist die Einheitsmatrix, Lambda ist hierbei einfach nur eine Zahl, die wir als Lambda, als Variable quasi stehen lassen. Das heißt, ich nehme eine Matrix, minus Lambda mal die Einheitsmatrix, bildet davon die Determinante, und das muss ich 0 setzen. Diese Determinante gebildet ergibt im Endeffekt ein Polynom, das abhängt von der Variable Lambda, weil i ist ja nur die Einheitsmatrix und a sind ja einfach nur Zahlen. Und das setzen wir 0, bedeutet so viel, wie wir setzen irgendein Polynom 0
und mit Lambda als Variable. Dann bestimmen wir von diesem Polynom, was wir haben, halt die Nullstellen. Das bedeutet, wir bestimmen dadurch, dass wir es Null setzen, unsere Lambdas, die das Null erfüllen. Und wenn alle diese Lambdas größer Null sind, dann ist die Hesse-Matrix positiv definiert. Wenn alle Lambdas kleiner Null sind, ist die Hesse-Matrix negativ definiert. Und wenn es Lambda größer Null und Lambda kleiner Null gibt, dann ist die Hesse-Matrix indefinit. Also das machen wir gleich nochmal ein Beispiel, damit man auch versteht, wie das genau funktioniert. Aber an der Stelle ist es vielleicht auch nochmal wichtig, wir haben auch Videos zum charakteristischen Polynom gemacht, zu Determinanten gemacht, zu diesem Eigenraum bzw. Eigenvektoren. Das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, dann versteht ihr besser die Definitheit. Ist auch nochmal unten verlinkt. Aber im Endeffekt, ich denke, Determinante von einer Matrix minus Lambda mal die Einheitsmatrix gleich 0 setzen, dass das das charakteristische Polynom ergibt, sollte hoffentlich bekannt sein. Ansonsten, wie gesagt, einfach nochmal anschauen. Was wichtig ist, wie gesagt, durch die Nullstellen, die wir berechnen, können wir halt sehen, okay, die Hesse-Matrix ist an dieser Stelle positiv definiert, negativ definiert oder indefinit. Und das ergibt halt eben, wie wir es uns schon denken können, eine Aussagekraft darüber, ob wir einen Tiefpunkt haben, einen Hochpunkt oder einen Sattelpunkt haben. Und das habe ich jetzt hier nochmal hingeschrieben, wann man denn einen Tief-, Hoch- oder Sattelpunkt hat. Und das ist einfach nach der Definition wie folgt. Hat man die Hesse-Matrix für jeden Punkt x0 aus Schritt erstens, also aus diesem Schritt hier, wo man quasi die Extremstellen gefunden hat, aufgestellt und auf Definitheit geprüft, so gilt erstens, x0 ist ein Tiefpunkt, also der Punkt, den wir eingesetzt haben, ist ein Tiefpunkt, falls die Hesse-Matrix der Funktion an diesem Punkt x0 positiv definiert ist. Positiv definiert, also alle Lambda sind größer als 0, dann haben wir einen Tiefpunkt. Ist fast identisch wie in der Schule, wo wir sagen mussten, die zweite Ableitung an der Stelle ist größer 0, dann haben wir einen Tiefpunkt. Jetzt sagen wir, okay, die zweite Matrix, zweite Ableitung an der Stelle ist positiv definiert, bedeutet alle Lambda sind größer 0, bedeutet die, also die Funktion hat dort einen Tiefpunkt. Also fast identisch wie in der Schule, nur dass wir halt hier mehr Dimensionen haben. Also x0 ist ein Tiefpunkt, falls h von x, also die Hesse-Matrix der Funktion f an der Stelle x0 positiv definiert ist. Also falls alle Lambda i der Gleichung Determinante von h von f von x minus Lambda mal i, das ist einfach nur hier eingesetzt, gleich 0 größer 0 sind. Analog gilt, für x0 ist ein Hochpunkt, falls die Hesse-Matrix der Funktion f an der Stelle x0 negativ definiert ist, bedeutet, falls alle Lambda i der Gleichung Determinante von h von f von x0 minus Lambda mal i gleich 0 kleiner 0 sind. Also wir haben jetzt quasi eine negativ definierte Funktion, bedeutet aus unserer Matrix minus Lambda mal i, davon die Determinante gebildet, das 0 gesetzt, ergibt nur Lambda, die kleiner 0 sind. Wenn wir nur Lambda, die kleiner 0 sind, dann haben wir einen Hochpunkt. Und zum Schluss, der Sattelpunkt ist auch wieder relativ intuitiv, das ist dann das, was übrig bleibt. x0 ist also ein Sattelpunkt, falls h von f von x0 indefinit ist, bedeutet, falls die Hesse-Matrix von der Funktion f an der Stelle x0 indefinit ist, also es Lambda gibt, die größer und kleiner 0 sind. Hier nochmal umschrieben, also falls manche Lambda i der Gleichung Determinante von h von f von x0 minus Lambda mal i gleich 0 größer 0 sind und manche Lambda i kleiner 0 sind. Bisschen viel hin und her Gedenke muss man natürlich mal gestehen, deswegen rechnen wir gleich ein Beispiel, dann wird es, denke ich, verständlicher, aber im Endeffekt ist das ein Abarbeiten dieser Schritte. Wenn man es darf, gerne in der Klausur einfach sich aufschreiben kurz, dann hat man alle Möglichkeiten einmal notiert und kann das einfach durchgehen, ein bisschen noch ein paar Mal durchrechnen vorher, dann kann man das auch relativ schnell. Hier habe ich nochmal Achtung geschrieben, es sind alles nur lokale Extremstellen, globale müssen gegebenenfalls noch gefunden werden. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, einfach aus dem Grund, weil lokale Extremstellen können damit gefunden werden, globale nicht. Und wenn man jetzt zum Beispiel nur ein Intervall betrachtet, in diesem Intervall irgendwie die Extremstellen sucht, in einer Klausur wird das oft gerne gefragt, dann kann es sein, dass man dann anfängt, okay, ich mache jetzt hier mal mit der Hesse-Matrix alles und versuche meine Extremstellen zu finden, betrachte aber nicht den Rand meines Gebietes. Und auf dem Rand des Gebietes können natürlich lokale globale Extremstellen noch liegen. Das muss man dann händisch prüfen, indem man einfach den Rand einmal einsetzt. Das gehört jetzt aber hier nicht zum Video, das ist nur nochmal so ein Hinweis. Wir wollen jetzt mal ein Beispiel dazu rechnen und das machen wir am besten, indem ich hier das Beispiel einfach mal kurz auflege. Und zwar f von x, y ist jetzt unsere Funktion, die ist von zwei Variablen abhängig, nämlich x² plus y² und da steht, bestimmen Sie die Extremstellen. Und der erste Punkt, den wir machen müssen, ist den Gradienten der Funktion gleich 0 setzen. Bedeutet, erster Schritt ist, Gradient von f von x, y muss gleich 0 sein. Der Gradient von f von x, y ist erstmal in dem ersten Element des Vektors ist nach x abgeleitet. Diese Funktion nach x abgeleitet ist 2x, weil das y wird als Zahl betrachtet. Und im zweiten Element wird nach y abgeleitet, das ist 2y. Und das soll gleich 0, 0 sein. Dann folgt daraus schon nur, das ist nur an der Stelle erfüllt, wo
wo x, y gleich 0,0 sind. Ja, also wenn x nicht 0 ist, dann wird das nicht 0. Wenn y nicht 0 ist, wird das nicht 0. Damit liegt unsere Extremstelle definitiv an der Stelle 0, 0. Wie gesagt, bei komplexeren Funktionen können auch mehrere Extremstellen rauskommen. Hier ist es relativ simpel. An der zweiten Stelle müssen wir jetzt einmal die Hesse-Matrix bilden, also quasi die Hesse-Matrix der Funktion f von x, y. Das heißt, wir machen also die Hesse-Matrix von f von x, y. Und das ist nichts anderes als zweimal nach x abgeleitet, die Funktion. Das ist hier oben, zweimal nach der ersten Variable abgeleitet, zweimal nach x abgeleitet. Das ist einmal nach x abgeleitet, wäre 2x plus 0, weil das fällt weg, weil es als Zahl betrachtet wird. Und nochmal nach x abgeleitet, bliebe eine 2 übrig. Das nächste ist hier nach x ableiten, dann nach y ableiten. Da sehen wir schon, wenn ich das nach x ableite, bleibt 2x übrig. Die y fallen beim ersten Schritt schon weg. Wenn ich das dann nach y ableite, fällt das x weg. Bedeutet, hier bleibt gar nichts mehr übrig. Analog auf der Diagonalen das gleiche. Erst nach y ableiten ist 2y, weil das x wegfällt. Dann nach x ableiten fällt das y auch noch weg. Haben wir hier eine 0 stehen. Und gleiches Beispiel, wenn wir zweimal nach y ableiten, kommt hier eine 2 raus, weil wir halt das x wieder als Zahl betrachten. Ich denke oder hoffe, bis dahin ist es soweit klar. Das heißt, wir haben jetzt die Hesse-Matrix aufgestellt. Hier sei noch zu beachten, wir haben kein x, kein y mehr in der Hesse-Matrix drin stehen. Das heißt, wenn wir jetzt unseren Punkt einsetzen, also unsere Hesse-Matrix von der Funktion an der Stelle 0,0, ist das zufälligerweise, beziehungsweise in diesem Fall halt eben so gegeben. Das ergibt genau die gleiche Matrix, weil wir kein x oder y mehr drin stehen haben. Bei komplexeren Funktionen, zum Beispiel Sinusfunktionen, bleiben hier Funktionen natürlich drin erhalten, sodass man dann noch die Punkte einsetzen müsste, um die Hesse-Matrix an dem Extrempunkt zu finden. Hier ist das relativ schnell gegeben, wie gesagt, weil keine Abhängigkeit der Variablen mehr in der Hesse-Matrix steht. Ist jetzt nur zu Veranschaulichungszwecken gedacht. Was wir als nächstes machen müssen, ist auf Definitheit prüfen, also die Determinante ausrechnen. Definitheit, das heißt, wir rechnen jetzt Determinante von a minus lambda mal i, wobei ich diese Matrix hier oben deklariere als unsere Matrix a, also die Matrix an dem, die Hesse-Matrix an der Extremstelle, und das möchte ich gerne 0 setzen. Determinante von a minus lambda i ist nichts anderes als die Determinante von unserer Matrix, das ist 2, 0, 0, 2 minus lambda mal die Einheitsmatrix, was 1, 0, 0, 1 ist. Und das wollen wir gleich 0 setzen, woraus wir kriegen, das ist die Determinante von 2 minus lambda, 0, 0, 2 minus lambda. Und das soll gleich 0 sein. Und die Determinante in einer 2 kreuz 2 Matrix ist relativ leicht zu berechnen. In einer höheren Matrix könnt ihr gerne mal nachschauen, haben wir schon Videos zu gemacht. Aber in einer 2 kreuz 2 Matrix ist diese Diagonale minus diese Diagonale. Also ist das hier 2 minus lambda mal 2 minus lambda, das ist 2 minus lambda Quadrat, minus 0 mal 0, das heißt minus 0. Und das soll gleich 0 sein. Dann sehen wir schon direkt, das korrespondiert nur. Wir sehen das direkt, weil es eine Nullstellenform ist. Das korrespondiert nur mit Lambda muss gleich 2 sein an der Stelle. Und zwar ist das eine doppelte Nullstelle. Das bedeutet, Lambda 1 ist gleich 2, Lambda 2 ist gleich 2. Und daraus folgt, dass alle Lambda größer 0 sind. Also Lambda 1, Lambda 2 sind größer 0. Die sind ja beide 2. Und hier sehen wir, okay, falls alle Lambda größer 0 sind, die Hesse-Matrix ist positiv definit. Hesse-Matrix ist bei dem Punkt 0,0, wo unsere Extremstelle ist, positiv definit. Und wenn wir das uns angeschaut haben, dass die positiv definiert ist an diesem Punkt, dann können wir jetzt bestimmen, durch unseren Satz, den wir hier auf der anderen Seite stehen haben, also hier an der Stelle steht ja, x0 ist ein Tiefpunkt, falls die Hesse-Matrix positiv definiert ist. Das heißt, wir sagen oder haben herausgefunden, an der Stelle 0,0 liegt bei der Funktion f von x, y ein Tiefpunkt vor. Und somit haben wir komplett die Funktion auf Tief- und Hochpunkte analysiert. Wie gesagt, nur auf lokale, nicht globale. Aber wir können jetzt sagen, okay, an der Stelle 0, 0 liegt bei der Funktion f von x, y ein Tiefpunkt vor. Und das ist auch die einzige lokale Extremstelle. Bedeutet, es gibt keinen lokalen Hochpunkt und keinen lokalen Sattelpunkt. Wunderbar. Wenn es dazu, wie gesagt, noch Fragen gibt, könnt ihr die gerne in die Kommentare stellen. Ich empfehle, wie gesagt, wenn ihr es nicht ganz verstanden habt, die anderen Videos nochmal anzuschauen. Gerade zum Thema hier Determinante von a minus lambda i, also bedeutet so Sachen wie Eigenwerte, charakteristisches Polynom,
Vektoren, Eigenraum, so Zeug. Dann aber auch Hesse-Matrix, da haben wir alles schon Videos zu gemacht. Die findet ihr in der Infobox, aber auch in der Playlist zu Höhere Mathematik. Dementsprechend könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Ansonsten, wie gesagt, einfach Fragen in die Kommentare stellen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.